Liebert Wolkwitz diskutiert wieder einmal. Oder besser gesagt, Liebert Wolkwitz regt sich auf, bis MRB 74775 sie wieder einmal alle kurzzeitig zum Schweigen bringt. Wir haben an den Häusern Gärten. Und da sind die Kinder mit Rasen, der Enkelkinder mit Rasen und wir auch. Und die Ziege fahren ja recht oft. Und da ist es ja klar, dass das eine Lärmbelästigung ist. Man fürchtet sich schön, man schaut auf die Uhr und hat dann Not, geht man ganz schnell weg. Ne? Und das, man flüchtet aus dem eigenen Garten. Das ist nicht gut. Als ich das erste Mal erlebte, dachte ich, ein Flugzeug stürzt ab über uns. Da wusste ich noch nicht, dass das der Zug ist und da war ich im Haus. Wir haben in meiner Nachbarschaft eine Frau, die halt richtig schwer krank ist. Das kommt unser Zug gerade übrigens. Und ja, macht richtig Lärm. Gut, das war's jetzt erstmal mit dem Interview. So ist das eben in Liebert-Wolkwitz, wo sie ja eigentlich an Züge gewöhnt sein müssten. Denn seit Jahrzehnten schon surren, quietschen oder donnern sie an ihren Häusern vorbei. Doch als Mitte Dezember die Mitteldeutsche Regiobahn die Strecke Leipzig-Chemnitz übernahm, brachte sie auch gleich neue oder besser gesagt alte Züge mit und die machen mehr Krach. Die Züge sind schon alt und die Vorgehen waren leiser. So einfach ist das. Und es gibt in Deutschland Vorschriften, die Dezibelwerte sind auch gemessen worden, die Protokolle sind da. Und ich verlange eigentlich, dass die genauso sich an die Vorschriften halten wie wir alles auch. Doch Recht haben und Recht bekommen, das sind manchmal zwei Paar Schuhe. Und so zieht sich der Streit zwischen Anwohnern und Regiobahn schon eine ganze Weile. Dabei wäre eine Lösung aus Liebert-Wolkwitzer Sicht so einfach. Unser Ziel ist einfach nur, dass halt die Züge ausgetauscht werden müssten. Es gibt auch andere Strecken, wo modernere Züge fahren, wo es halt leiser ist. Und dass man einfach die Geschwindigkeit drosselt. Und dann ist meiner Meinung nach schon das Ziel eigentlich erreicht. Doch spielt die Mitteldeutsche Regiobahn damit? Vor der Kamera wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Vielmehr ließ es schriftlich verlauten: Das Anliegen der Anwohner aus Liebert-Wolkwitz nehmen wir ernst. Daher diskutieren wir nächste Woche mit Anwohnern, Betroffenen und Lokalpolitikern die angebliche Lärmbelästigung vor Ort. Es könnte also so langsam etwas ins Rollen kommen. Doch bis dahin heißt es in Liebert-Wolkwitz: Ohren zu und durch.